Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ich bin ein Vollhorst. Ich bin ein Vollhorst. Ich habe gerade die Rezepte durchgeguckt. Weil ab und zu weiß ich halt mal was nicht. Und da habe ich gesehen, dass ich Vollhorst mein ganzes Animal Fett hier verbraten habe. Für Tello. Naja. Müssen wir halt noch ein bisschen jagen. Müssen wir sowieso machen. Denn ich möchte natürlich Biofuel herstellen. Und ein bisschen Grain Alkohol. Sonst hat. Cool. Hier können wir den Pot da noch rein tun. Bacon and Eggs auch. So. Da können wir mal ordentlich Kornmehl draus machen. Hossa. Genau, so rum. So rum war das Ganze. Nice, nice, nice. Dann brauche ich noch einiges an Wasser. Müssen wir auch mal wieder was abkochen. Ja, genau, denn ich muss mich ja schon mal vorbereiten auf das Minibike. Ah, okay. Genau, und da brauchen wir ja eben Sprit und sollte ich mal nach und nach schauen, dass ich den Stuff rankriege. Jetzt können wir eigentlich mal ein neues Campfire dann craften auch. Machen wir mal schnell Campfire. Kann ich natürlich nicht, weil ich keinen Platz frei habe. Oh, Campfire. Hier rein und Water rein. Gut, habe ich hier noch was zum Verheizen? 1, 2, 3. So, da kann man den ganzen Stuff hier noch ein bisschen weg. So, passt. Passt perfekt. Dann rüsten wir uns wieder hier aus ein bisschen. Und machen lieber noch ein bisschen Kornmehl. Oh, Biofuel ist schon ein bisschen dann fertig, aber braucht man natürlich mehr. Und Tatsache, es kommt soweit jetzt gerade gar keine Horde. So, hier können wir eigentlich echt mal ein bisschen bei mir wird es gerade ein bisschen hektischer, denn es wird doch schon relativ nass. Alles hier reinklopfen. Guck. Guck mal einer an hier. Oh, gibt's noch auch ein bisschen Wasser? Wir haben genug Zeug. Coffee Beans nehmen wir mal mit. Die können wir noch anpflanzen. Golden Rod könnten wir auch mal anpflanzen. Da machen wir uns am nächsten Tag mal hier. Ein schönes Feld, hätte ich gesagt. Machen wir mal Feldarbeit. Machen wir mal eine Folge Feldarbeit.
glaube ich, auch mal ganz schick. Könnte man sogar mal hier sagen. Machen wir das Ganze so. Ein bisschen enttäuscht bin ich. Oh. 4000 Schuss, 56 Gläser. Ecco mio. Stuff, stuff, stuff. Habe jetzt gerade nur die Befürchtung, dass die Zombies jetzt dann kommen. Dass es wieder eine Nachthorde ist. Quasi. Oh man. Dann machen wir mal mit der Stone Axe hier ein bisschen was frei. Wir haben noch ein bisschen Zeit, das können wir hier auch atmen, indem wir hier ein bisschen was anpflanzen. Oder hier den Acker mal herrichten. Aber irgendwie ist es lustig. Nein, meine Kartoffeln. Irgendwie ist es lustig, so lange in der Staffel ja eigentlich, glaube ich, noch gar nicht. An der Horde. Los Lofos. Genau, dass wir hier eigentlich so das ganze Schöne bauen kommen. Beziehungsweise habe ich das ja letzte Staffel ein bisschen vernachlässigt. Ah gut, lassen wir es mal für heute gut sein. Wir verziehen uns. Im Bunker. Ne, da kann man jetzt dann hier draußen so ein richtig schönes Feld machen. Dann hatte ich hier vor, so nebenan so leicht versenkt einen Werkraum zu bauen, wo dann die neuen Forges reinkommen und eine Küche. Und dann extra Häuschen, wo noch Lagermöglichkeiten sind. Das wollte ich auch noch machen. Auch das wird ganz nice. Hier habe ich gesehen noch, das war für, na klar, für ein Antibiotika brauchen wir auch Potassium Nitrate. Oh, da kommt die Nacht. Und like I said. Wo kommen sie her? Komm diesmal von da hinten. Ich bin gerade ein bisschen zermürbt. Lass mal ein bisschen außen rum laufen. Da machen wir diesmal gar nicht mal so lang rum. Lass mal hier ein bisschen also hinsterben. Wow. Jetzt weiß ich, was das Problem mit den Dicken ist hier. Die zerfetzen mir die ganze tolle Abwehrmaßnahmen hier. Okay, heißt jetzt, das erklärt sehr viel. Also wenn ihr gesehen habt, das ist ja. Ach, und wenn die Schaden machen, dann gehen die auch noch kaputt. Ah, herzlichen Glückwunsch.
jetzt eigentlich weniger der Plan. Oh Mann. Ah, mach mal so hier. Oh, der dicke Kopf. Voll die Mütze platt. Sonst ist hier keiner, reparier mal ein bisschen. Oh, da reißt der dicke mir hier voll den Super Woodlock Spike raus. Aber ansonsten, hammergeile Scheiß. Oh. Jawoll. Oh, wir brauchen bloß 3 Stück, um die Pistole zu reparieren. Das ist sehr nice. Ah, der Dicke. Okay, es war wohl nichts ganz so mit der Ruhe, wo ich gedacht hatte. Aber das macht nichts. Es macht überhaupt nichts. Wir haben keinerlei Probleme. Die laufen ja alle seitlich schön drüber. Ich glaube, das, was der Ehrmann. Das war auch das, was der Ehrmann gemeint hat, dass man die hier ein bisschen rumlotsen soll. Ich glaube, die rennen dahin, wenn die spawnen, dass die quasi die Info erhalten, da war derjenige und dann laufen die auch zu der Stelle hin, dass die da quasi wie so eine Info bekommen. Ist sehr gut möglich. Ah, jetzt kommt zum ersten Mal auch Kreischer mit. Das hatten wir auch noch nicht. Horde Time, Horde Time. Es ist immer interessant, wenn die Horde kommt, dann wäre ich meistens ruhiger, weil ich nicht mehr. Das ist die Anspannung. Die Verteidigung steht. Aber die Spikes, die sehen hier aus, also die kriegen richtig Schaden mit. Also es war ja mal so, dass die hier... Ja, genau. Dass die hier keinen so einen Schaden bekommen, also vor allem die aufgewertet. Doggy. Oh, der frisst sich hier voll. Bei mir ist Buffet essen. Genau, das ist natürlich geil. Ich hoffe, dass die da unten Schaden bekommen von denen.
runterfallenden Goreblocks. Und, nee, ich dachte, es wäre gerade schon wieder morgen. Wobei, apropos morgen. Können wir hier eigentlich mal ein bisschen Platz machen. Ist jetzt natürlich ein bisschen was zu looten, falls wir da rauskommen. Mein Fräulein. So geht das nicht hier. Könnte ja jeder daherkommen und hier rein wollen. Ach, die sind hinten bei meiner. Nee, die sind gar nicht bei meiner. Watch. Ach, voll im Lauf niedergestreckt. Das war knapp. Ja klar, hier. Wünsche. Oh, das ist so cool. How it comes. Kann mir das mal jemand erklären? Ich denke nicht. Außer die haben hier irgendwo ein Loch schon drin. Nö. Nö, funktioniert gar nicht. Ja, und da kommen wir wieder auf das Ding zurück. Ich hab's ja schon mal erwähnt, ne? Ist der irgendwo hier durchgebackt? Hm, interessant. Zitter Philipp. Geh mal lieber wieder vor, wenn ich die hier los hat. Ah, kommt schon. Wir haben morgen. Und wie ihr wisst, die Kinder, am Morgen wird es was geben. Oben brennt irgendwas? Yeah! Funktioniert das mit dem Zielen heute noch nicht so ganz bei Bienenattacke? So. Ja, gehen wir mal raus, so wie es der Ehrmann wollte. Muss man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber das passt schon. Das passt schon.
Ja. Hat er sich hier gerade verschluckt, glaube ich. Nur keinen Schmarrn machen. Ah, genau, das wird dann nämlich das Problem. Bin hier hinter mir? Oh, habe ich hier gerade. Weg da, ich muss hier looten. Ah, es wird ein bisschen stressiger. Aber kein Problem. Ja, Gott sei Dank haben wir hier ordentlich, ordentlich Schusszeug. Ah, Doggy. Ein bisschen hektisch. Aber wir kriegen auch Stuff, 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 Stuff. Das ist das nächste Schöne dran. Okay. Es sollte aber so langsam schon zum Ende kommen, das Ganze. Hat's aber genau. Ah, war ich nicht ganz schnell genug. Schande über mein Haupt. Hallo? Auf den Boden, Biene. Da ist noch mal einer. Also ich sehe schon, wir müssen das nächste Mal unsere Munitionsvorräte noch ein bisschen auffüllen wieder. Nochmal. Langsam reicht's dann aber auch wieder. Oh,
Was hat der Herr für uns dabei hier? Bullet und... Was, und da ist nochmal ein Bulle dabei? Okay. You're bleeding out. Ja, genau. Was ich aber jetzt erstmal machen werde hier. Ribera, ein bisschen Ribera. So ungeduldig wartet er auf sein Ableben. Oh, wo ist der Trash? Irgendwo müsste da, glaub, noch mal ein Feral sein. Runter von meinem Acker. Ecomeo, also hier ist ordentlich was los. Ist aber auf jeden Fall besser rauszugehen und sich hier außen auszuholen. Ah, cool, der kann hier ein bisschen. Kann hier ein bisschen den Dreck gleich wegräumen, genau. Nochmal ein Officer. Gar nicht auf mein Feld kotzen hier. Irgendwie halten die auch mehr aus als am Anfang. Also dein Essen will ich dir mal nicht klauen. Oh. Ein kleiner Trottel. Halbe Tag ist schon wieder rum und ich darf hier dann wieder aufräumen. Mal ein bisschen die Munitionsvorräte, ein bisschen. Ja. So, Stuff, 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 stuff. Eigentlich mal das Repair Tool anlegen. Also die nehmen ordentlich massiv Schaden hier. Das war der eine, der wo mir rausgesprengt wurde hier. Der wurde durch ein Flash Spike ersetzt. Eieiei, aber ansonsten nach wie vor, das Ding ist der Hammer. Oder? Jungs, Jungs und Mädels. Okay, ein bisschen müssen wir noch aufräumen. Das machen wir aber dementsprechend. Nächste Folge da hinten auch noch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Servus, macht's gut.